Einen wunderschönen Freitagmorgen. Einen guten Start für dich in den Tag. Wir schauen uns an, was ist bei Bitcoin passiert. Wir haben das letzte Mal vor tatsächlich 2-4 Stunden Kerzen gesprochen. Das heißt, so viel ist noch nicht passiert. Aber nichtsdestotrotz haben wir schon eine relativ interessante Bewegung gesehen. Wir haben hier oben im Bereich der 45.000 eine Rejection bekommen. Das heißt, hier am EMA 50 haben wir eine deutliche Rejection gesehen. Und der kann jetzt potenziell natürlich die neue Struktur leiten. Warum ist das so? Wir hatten hier vorerst, nachdem dieser sehr, sehr starke Abwärtsimpuls gekommen ist, eine Mikrostruktur nach oben geliefert bekommen. Und wir sehen, dass die Mikrostruktur an 2 Punkten rejected wurde. Nämlich einmal, ich mache es mit dem Textmarker hier und einmal hier. Das bedeutet für uns, da müssen natürlich irgendwelche Konterlevel gelegen haben. Der Markt reagiert nicht einfach in einem Level und wir denken, okay, pass auf, das war jetzt einfach Zufall, sondern das passiert. Das hat seine Gründe und die Gründe kennen wir wahrscheinlich einfach nicht. Wir haben diese Information nicht. Ob es Liquidität war, ob es gleitende Durchschnitte waren, die dazu geführt hat, dass Positionen geschlossen wurden und so weiter und so fort. Deswegen zählt der Ansatz im Trading immer, wenn wir Kofluenzzonen finden. Je mehr übereinstimmende Faktoren wir haben, und das gilt zum Beispiel auch für Zeiteinheiten, je mehr Widerstand wir auf verschiedenen Zeiteinheiten haben, desto wichtiger ist dieser Widerstand, weil sich da ganz, ganz viele Trading-Ideen vereinen und nicht nur, dass dann da gesagt wird in der Kommune, pass auf, wir gehen jetzt alle short, sondern wenn du hier unten long drin bist und der Markt auf einen Widerstand zukommt, der sowohl auf Tagesbasis wie auch auf 4-Stunden-Basis, auf Stundenbasis, 5 Minuten, Monatsbasis, wie auch immer, einen großen Widerstandsbereich darstellen kann, ist natürlich das Bestreben, wenn du hier long drin bist, irgendwo in dem Bereich dann spätestens deine Order abzusichern oder mitzunehmen, ziemlich groß. Und deswegen sind diese Kofluenzzonen gerade auch auf die verschiedenen Zeiteinheiten gesehen für uns immer spannend. Jetzt haben wir hier gesehen, dass wir in den Bereich der ersten Akkumulation kommen. Wir haben letzte Nacht darüber gesprochen, also vor wenigen Stunden, dass der Markt hier eine Reaktion mit hoher Wahrscheinlichkeit zeigen wird, ist jetzt schon passiert. Auf 4 Stunden, ziemlich genau am EMA 50 und damit könnten wir potenziell diese Mikrostruktur brechen. Könnten heißt nicht, dass wir es machen, denn wir haben ein wichtiges Werkzeug, dafür nehmen wir unsere dynamischen Levels. Wir sehen, dass wir, wenn wir zum Beispiel hier diese dynamische Unterstützung anlegen, keine akkurate Unterstützung bekommen. Das heißt, wir sehen aber, wenn wir jetzt einfach mal die ganz aktuellste Struktur nehmen, dann kriegen wir sehr, sehr akkurate dynamische Levels. Und zwar hier schön angetestet und hier schön angetestet. Das heißt, diese Unterstützung muss den aktuellen Strukturtrend bestätigen. Und das bedeutet, wenn die gebrochen wird, wenn diese Unterstützung gebrochen wird, haben wir eine sehr schöne Möglichkeit, die Reversal zu traden. Bedeutet, wir haben dann den ersten Ausgangspunkt dieser EMA 50. Und wenn dieser EMA 50 neue Verkaufskraft mit sich bringt, kann das dazu führen, dass wir diese Struktur brechen und dann mit einem tieferen Hoch die bestätigte Struktur nach unten erhalten. Was für uns bedeuten würde, wir ziehen dann unseren dynamischen Widerstand und erkennen, okay, das hier ist der EMA, der jetzt dem Markt quasi so seine Hand überlegt. Und dann haben wir die Möglichkeit, uns an dieser heranzuhangeln. Und dann kann es natürlich sein, dass wir hier so eine Art Rounding Top bekommen, aus letztendlich der Rejection geformt. Und das ist immer das Ding, was im Trading in meiner Erfahrung nach so schwierig ist. Du musst versuchen, den Chart vorherzusehen. Du kannst es aber nicht. Deswegen solltest du das Vorhersehen, dieses Antizipieren, nur einen ganz, ganz geringen Prozentsatz dein Trading auch bestimmen lassen. Nichtsdestotrotz solltest du darauf warten, dass dir der Markt ein Zeichen gibt, nämlich zum Beispiel so eine Rejection. Irgendwo einzusteigen und zu sagen, der Markt wird rejected, ist gefährlich. Ja, weil du weißt es nicht. Wenn du siehst, der Markt wird rejected, musst du abwägen, wie stark ist die Rejection und wie nachhaltig ist sie, um dann Chance gegen Risiko frühestmöglich einzusteigen. Du erinnerst dich an dieses Beispiel mit der Party. Ja, du kommst zur Party dann, wenn das Essen noch da ist. Und wenn alle anderen kommen vom Vortrinken und sowieso da nur hinkotzen und keine Ahnung was, ist für dich die beste Zeit zu gehen. Ob es für dich die beste Zeit ist, weiß ich nicht. Ich habe es für mich so beschlossen. Ich komme, um das Essen abzusahnen, das Trinken abzusahnen, Geschenk zu übergeben, mich für die Einladung zu bedanken. Und wenn die ganzen betrunkenen Leute kommen, bin ich weg. Ja, hänge ich spätestens wieder vorm PC. Nein, Quatsch. Aber du weißt, was ich meine. Entsprechend ist hier so ein schmaler Grat. Wir haben gesehen, es kam die Rejection rein. Potenziell, wenn jetzt hier diese Unterstützung gebrochen wird, müssen wir immer abwarten, ist das eine Bärenfalle oder ist das potenziell ein Fake-Out, was so ziemlich einhergeht, oder kriegen wir hier ein tieferes Hoch. Wir haben jetzt hier ein sehr, sehr schönes Szenario. Wir verbinden einmal diese Punkte und erkennen, ja, das ist ein schöner dynamischer Widerstandsbereich. Dann haben wir jetzt hier eine Liquiditätszone. Wir haben ein interessantes Level, dieses Konterlevel. Der Markt hat ein neues Hoch gebildet und hat, als er versucht hat, runterzugehen, diese Hammerkerze, von diesem Level wurde die Kerze nach oben rejected und wurde quasi in ein neues Hoch gedrückt. Entsprechend
ist das das sogenannte Konterlevel. Das ist ein sehr starkes Trendlevel und sowas können wir in der Regel, wenn wir so einen Fibonacci ansetzen, immer auf das 38er oder 23er Level beziehen. Wir sehen hier, wenn wir das Ganze kurzfristiger machen, sehen wir natürlich auch, dass das Konterlevel genau am 38er Level ist. Starkes Trendlevel. Entsprechend sehen wir, dieses Level wurde jetzt gebrochen. Der Markt hat darin geschlossen, was bedeutet, hier liegt die Liquidität. Wenn der Markt ein neues Hoch macht, müssen wir immer unterstellen, da wurde Liquidität abgegriffen. Das war kein, komm, wir brechen jetzt aus, der Markt muss höher gehen, Breakout, sondern da lag Liquidität, wir schaden so vielen Tradern wie möglich, danach gehen wir wieder runter. Das passiert nicht bewusst im Sinne von, da sitzen Trader, die jetzt einen Knopf drücken und das machen. Das ist aber das Bestreben des Marktes, weil der Markt durch die Big Player, durch die Broker gesteuert wird. Heißt, der Markt geht dann nach unten durch, wenn er es denn macht, und findet hier seine Liquidität. Sollten wir jetzt diese dynamische Unterstützung brechen, finden wir potenziell hier unten einen schönen Bereich, wo wir erstmal diesen Bereich targetieren, 43,5. Hier kommt ein neues statisches Level. Wir sehen auch hier die Dochte nach oben. Bedeutet, wir würden hier mit einem Test oder mit einem Fakeout rechnen. Dann mit Sicherheit wird sich der Markt kurzzeitig wieder ein bisschen erholen, beziehungsweise erstmal retracen, konsolidieren, Schrägstrich, bevor wir, wenn wir dann ein tieferes Hoch bekommen, eine schöne Abwärtsstruktur bekommen und uns dann wieder ordentlich hier nach unten setzen. Wir sehen, dieses Konstrukt hier ist spannend, ist sehr interessant und kann dazu verleiten, nochmal angetestet zu werden. Wir sehen hier, solche Geschichten sind in der Regel mehrfach angetestet. Entsprechend erwarten wir das auch hier, wenn wir sehen, der Markt hat hier seine Geschichten, wurde auch wieder mehrfach angetestet. Auch sowas kann nochmal angetestet werden, potenziell so, bevor es dann weiter nach oben geht. Das heißt, wir würden jetzt noch keine allzu großen Perspektiven jetzt fahren. Wir betrachten das Ding, sehen, okay, das Long-Potenzial ist jetzt kurzzeitig ausgeschöpft. Vielleicht haben wir hier jetzt einen Break nach unten. Sollten wir aber sehen, dass wir eine Bärenfalle bekommen, dann können wir hier mit einem höheren Tief dann auch hochgehen und auf die 47K dann zutraden. Aber das sollte sich dann spätestens im Laufe des Tages beziehungsweise spätestens morgen früh ergeben. Ich möchte dich wie immer sehr, sehr gerne up to date halten mit den Interpretationen hier der Charts. Heute Abend gucken wir uns dann auch wieder weitere Informationen an bezüglich Twitter, bezüglich ob irgendwelche News entstanden sind. Ich wünsche dir jetzt erstmal guten Appetit beim Kaffee, beim Tee, beim Frühstück oder du machst intermittierendes Fasten und frühstückst gar nicht. Was immer du machst, mach es mit Liebe, mach es mit Leidenschaft und da geht's. Mein Kuss raus. Bis bald.